Hey ho, neues Video. Was ich schon lange mal machen wollte, war so ein Fleischtopf mit Gurken. Ja, und deswegen mache ich heute einen Filettopf mit Gurken. Es kommen noch ein paar Zwiebeln rein und Kartoffeln und, aber das zeige ich euch nachher da drüben. Aber habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass ich eine ganz frisch neue Zwiebel- und Kartoffelschälmaschine habe? Also habe ich ein klein bisschen weniger Arbeit in den Vorbereitungen, aber jetzt gucken wir dann über, was wir an Zutaten haben. Ja, und wenn das alles klein geschnippelt ist, machen wir draußen in der Grillkrotter weiter. Ganz genau. Attacke. So, dann wären wir bei der kleinen, aber feinen Übersicht. Wie viel brauchen wir für diesen Topf? Ja. Wie man es nennen will, heute nicht. Ich habe hier mal zwei schöne Schweinefilets, die habe ich schon ein bisschen zurecht pariert. Dann habe ich hier ein Bacon, so einen fertig gewürfelten, bisschen geräucherten Knoblauch, den haben wir noch in Sindelfingen mitgenommen gehabt. Drei Zwiebelchen, ein paar Kartoffeln. Da hinten extra dieses Mal wieder ein Bautzner Senf gekauft. Ja, viele schreien immer nach dem Bautzner. Also mir ist es eigentlich relativ, aber ich habe ihn jetzt mal wieder. Dann da hinten versteckt sich SPP, Salz, Pfeffer, Paprika. Dann zum Schluss hin hauen wir noch einen Becher Creme Fraiche rein und natürlich unsere Gurken, einen Gurkentopf. Und das war's im Großen und Ganzen. Draußen dann noch im Topf Öl zum Anbrutzeln. Und seht ihr das? Die Kartoffel- und Zwiebelschälmaschine ist schon aktiviert. Sehr schön. Dann kann ich mich jetzt gleich aufs Fleischschneiden konzentrieren. Auf die Zwiebeln. Ja, Zwiebeln. Auf die Gurken. Und vielleicht hole ich euch zwischendrin nochmal hinzu, damit ihr ungefähr seht, wie viel Gurken ich nehme. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder, wenn der Rest soweit fertig ist. Genau. Also ich habe das Filet einfach einmal in der Mitte durchgeschnitten und ja, dann kriegen wir so schöne Bröckchen. Das reicht vollkommen aus. Und das mache ich jetzt mit beiden Filets. So, das Fleisch ist klein geschnippelt und natürlich muss ich euch wieder hinzuholen, weil würzen wollen wir ja das Fleisch vorher auch ein klein bisschen. Das war der Paprika Edelsüß. Dann wieder mal ein bisschen Pfeffer. Und last but not least ein bisschen Salz. Die Gewürze nehmen wir natürlich dann mit raus, dass wir eventuell nachher noch ein bisschen nachabschmecken können. Somit wäre unser Filet schon soweit fertig. Da tue ich jetzt den Deckel drauf und stelle das Fleisch eben noch mal kurz in die Kühlung, bis wir hinaus in die Grillkrotter gehen. So, 4, 6, 8. Ach komm Leute, da machen wir 10 Stück. Und fertig. Ein bisschen Gurkenwasser nehmen wir natürlich auch noch mit. So, geht es mit dem Handy schon wieder los heute? Und ja, in solchen Stücken tätig ich mal sagen, machen wir unsere ganzen Gurken. Und ja, die schneiden wir jetzt soweit und nachher geht es dann gleich wieder weiter. Also man könnte natürlich auch in so Gurkenscheiben schneiden, was vielleicht bei einem Gurkentopf mehr Sinn macht sogar, weil da sieht man wirklich noch, dass es Gurken waren. Also wir schneiden sie doch so.
Ich überlege mir ja auch immer vorher, was ich so in die Schüsseln zusammen reintue, dass ich so eine Schüssel ja dann eben in den Topf reinklatschen kann, komplett. Und in die Schüssel, wo der Bacon mit drin ist, ja Leute, da kommt eben der Bacon, die geräucherten Ananas wollte ich jetzt schon sagen, meine Fresse, der geräucherte Knoblauch, ja, der ist schon fast so gelb wie Ananas, deswegen, naja, egal, oh, der riecht lecker. Und ja, Bacon, Knoblauch und Zwiebeln kommen eben in die Schüssel dazu. Das schneide ich jetzt noch alles komplett zurecht. Und Kartoffeln werden auch gerade geschnibbelt von der Maschine. The Machine. Gehen wir mal die Schüssel rüber. Da haben wir eben auch hier so schöne Kartoffelstücke, eben dass die nicht zu sehr verkochen. Bitteschön, weitermachen. Ja. Gut. Und wie gesagt, jetzt ist soweit, dass ich sage, wir sehen uns draußen in der Grillkota wieder. Bis gleich. Leute, ich habe noch was vergessen von den Zutaten her. Und ja, das wäre einmal Wasser, was wir mitten ausnehmen. Wir müssen ja aufschütten, aufgießen. Wir müssen ja dann aufgießen und... Ah! Hilfe! Ein Maggi-Fertigprodukt! Um Gottes Willen, ein Fertigprodukt! Naja, zu millionenfach wird es hergestellt. Wahrscheinlich schmeißen die das alle komplett auf den Müll und nur ich verwende es, aber was soll ich da noch drüber sagen? Also, ich habe hier jetzt eine Delikatessos zum Braten genommen, eine dunkle, und es sind drei so Päckchen und eins werden wir wahrscheinlich mit reinschmeißen. Ja, warum? Weil es schmeckt. Punkt. So, und ich mache jetzt meinen restlichen... Scheiße, hätte ich jetzt fast gesagt. Mein restliches Zeug fertig. Steht fast alles schon in der Kühlung und dann gehen wir gleich raus. Punkt. Leute, ich sag's euch, hey, ich finde das Ding geil. So, warten bis Feuerchen brennt, die Kohlen schön angeglüht sind. Gleich geht's los. So, von der Kohlen her soll es jetzt unten drunter ausreichen. Oh, wenn der Topf von selber nicht schon immer so schwer wäre. Das lege ich dieses Mal aber weiter weg. Ein bisschen Öl. Diesmal habe ich sogar geschaut, dass der Topf gerade steht. Da ist unser Fleisch. Und gleich ist es soweit, dass wir es anbraten können.
nervt jetzt der Brüll einmal mit dem Handy schon wieder. Tatsächlich, die Nervensäge. Leute, hört euch den Schmarrn an, was der an Mina labert. Also, wenn du mir sagst, was du gerade vor Video drehst, dann lass dich in Ruhe. Gut, Jesus, bei der Abrau, lass mich raus, der Kässpätzle ist. So, lieber Herr Brülleimer, Sie haben es mit Ihrem Text ins Video geschafft. Lass mal jetzt mal Ruhe, Mensch. Wie lange ihr das Fleisch anbratet, bleibt natürlich euch überlassen. Entweder bis es schöne Rösteraromen kriegt oder mal einmal kurz angebraten ist. Das reicht normalerweise auch, weil es wird ja nachher noch im Topf komplett mitgekocht, mitgeschmort. So, als nächstes kommen kurz mal unsere Gurken rein, ohne das Gurkenwasser. Für dieses Rezept im Übrigen habe ich nirgends spioniert. Ja, ich weiß zwar, dass es da Videos dazu gibt, Fleisch mit Gurken etc. aber das hier ist jetzt so komplett auf meinem eigenen Mist gewachsen. Und wenn die leicht angebraten sind, tun wir sie auch wieder raus. Sollen wir gleich zum Fleisch dazu geben. So, jetzt müssen wir dann eigentlich nichts mehr raustun, weil jetzt kommen der Bacon mit den Zwiebeln und dem Knoblauch rein und danach können wir alle Zutaten zusammen reintun. Na, raus jetzt hier. Ich doch gleich mal so eine angebratene Gurke probieren. Leute, der schmeckt wie eine angebratene Gurke. Jetzt tun wir gleich einmal ein bisschen was von dem Bautzener Senf mit rein. Also von mir aus hätte es auch Löwensenf sein können. Habe ich damit absolut gar kein Problem. Dann kommt unser Gurkenwässerchen ins Spiel. Dann unser Fleisch und unsere Gurken wieder rein. Gut, unsere Kartoffeln hätten wir auch ein bisschen anbraten können, aber ja, hätten, muss nicht sein. Dann gießen wir jetzt erst einmal sauber schön an. Das Wasser reicht gerade so aus, was ich mitgebracht habe. Und dann, um Gottes Willen, die Soße zum Braten. Vorher natürlich ein bisschen das Wasser heiß werden lassen, ganz klar, bevor wir das einrühren. Aber ich glaube definitiv, ich brauche noch ein bisschen Flüssigkeit und solange das jetzt aufheizt, hole ich noch mal ein bisschen Wasser. So gefällt mir das schon viel besser.
Ob ich da jetzt ein oder zwei so Päckle rein tue, das weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann von der Bratensauce. So langsam kommt das Wasser zum Kochen. Da tun wir jetzt unsere, um Gottes Willen, Brühe rein. Pülferchen hier. So. Bescheuert, wie die das machen zum Aufmachen. Mittendrin, quer. Die haben echt einen Schlag weg. Naja. Ich glaube, da kann ich zwei reintun. Da tue ich definitiv zwei Päckchen rein. Wie kann man bloß so blöd sein? Jetzt habe ich den Karton aufgerissen. Na, so geht es vielleicht. So, Freunde. Deckel drauf. Pfeil tue ich hier auf die Ritze wieder drauf, dass es ein bisschen ausdampfen kann. Und dann ziehe ich hier unten ein paar Kohlen raus. Die lege ich auf die Seite. Sollte man es nachher noch brauchen, kann ich sie wieder drunter schieben, wenn sie bis dahin nicht komplett weggeglüht sind. Und so lassen wir das jetzt für ca. eine Stunde, eineinhalb Stunden stehen. Und dann sehen wir uns hier wieder. Aber nicht, bevor wir nicht miteinander noch gequasselt haben. Was jetzt noch hier bleibt, das Senf, weiß ich noch braucht, das Creme Fraiche, das kommt ja zum Schluss rein. Ja, und die drei Gewürze. Und vielleicht, falls wir sie noch mal brauchen, falls doch noch das dritte Päckle rein muss, ein so Päckle ist für 250 ml Wasser. Und ja, wir haben ja definitiv mehr, nein, aber jetzt schauen wir mal, wie es nachher schmeckt. Und ja, das Wasser habe ich auch noch da gelassen. Den Rest kann ich gleich mit reinnehmen und spülen. Tja, Leute, was erwarte ich mir jetzt von diesem Topfgericht? Irgendwie habe ich doch die Hoffnung, dass er so ganz leicht so Richtung Rouladen geht. Gut, das ist jetzt ein Schweinefilet und kein Rind, aber man kann ja nie wissen. Eigentlich hätten wir da auch Rinderrouladen klein schneiden können. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit gewesen. Aber da gibt es mit Sicherheit, wie bei allen, 100.000 Möglichkeiten, sowas zu machen. Das ist halt jetzt eine Variante, so wie ich sie mir ausgedacht habe. Okay, bis nachher, eineinhalb Stunden. Ja, jetzt haben wir es 4:15, 4:05. Ja, so gegen 5:30, 1/4 Stunde. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze schmeckt. Ob wir noch ein Wasser zugeben müssen, ob wir noch Gewürze zugeben müssen oder sonst irgendwas. Bis nachher. Ganz kurz nochmal, ich habe jetzt noch ein paar mehr Kohlen unten raus und den Deckel, die Markierung doch auf die Seite gedreht, weil das Ding hat rausgedampft. Wie blöd. Und ja, sonst hätten wir wahrscheinlich gar kein Wasser nachher mehr. Also ein bisschen rausdampfen tut er ja immer noch, aber warten wir es ab. Ich sag's euch, das riecht bis vor die Grillkota raus. So richtig geil. Das riecht bis zu mir in Wohnung, deswegen bin ich da. Ja, knapp eine Dreiviertelstunde ist vergangen. Wir gucken jetzt einfach mal nach. Oh. Mhm. Was ist das Gutes? Das ist ein Filet-Gurkentopf. Mmh. Wenn das so lecker schmeckt, wie es riecht, dann ist es mega. Mhm. Und ich probiere jetzt einfach mal die Soße. Ich kipp wahrscheinlich gleich noch ein klein bisschen Wasser nach. Aber vorher muss ich mal blasen. Sonst verbrenne ich mir die Gosch. Boah. Leute, das schmeckt gut. Möchtest du mit meinem Löffel aufprobieren? Ja.
Schmeckt jetzt schon richtig lecker. Obwohl, nee, da tue ich jetzt kein Wasser mehr rein. Pfeffer. Pfeffer kommt nachher dann noch rein. Beim Schluss abschmecken. So Leute, lassen wir es weiter brodeln. So Freunde, 5:30 durch. Dann fangen wir hier mal mit dem Abschmecken an. Eigentlich brauchen wir da gar nichts mehr. Auch Patricia hat geschrieben, sie will noch ein bisschen Pfeffer drin haben. Aber ansonsten haue ich jetzt wirklich nichts mehr rein. Gar nichts mehr. Null und nichtig. Schon durch sind. Nehmen wir unser große raus. Heiß! Perfekt, sage ich euch. Gehe mal bei euch gleich das Loch hinten rein in den Schmandbecher und schmeißt das Messer hinterher runter. Überhaupt auf. Ja, Gott sei Dank. Ich habe neuerdings immer das Problem, dass ich vergesse, die Cam einzuschalten, aber sieh's an. Jo, noch den Schwanz runterrühren und dann nochmal probieren. Leute, verdammt, jetzt muss ich hier drin schon die Kartoffeln suchen. Und mit dem Topf gehe ich jetzt nachher gleich rein, wo wir drin essen. Aber jetzt machen wir hier herin noch das Probiererle. Tja. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze schmeckt. Heiß, 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 heiß. Mhm. Boah, also mir wird das Ding in der Hand fast zu heiß schon. Sehr heiß. Also, den leichten Tick Richtung Rouladen hat's. Wow. Also, Leute, meine 110%ige Nachmachempfehlung ausgesprochen hiermit. Wow. Vorausgesetzt natürlich, ihr mögt den Geschmack nach den eingelegten Essiggurken. Aber ich finde das mal richtig klasse geil. Wow. Richtig geil. Ich werde, mein Fazit habe ich ja jetzt hiermit. Ich werde aber drinnen eventuell noch gucken, dass die Mädels, und wenn es bloß aus dem Hintergrund wieder ist, mir auch noch ein Fazit sprechen, wie es denen geschmeckt hat. Also das sollte schon noch drin sein. So, aufessen, Cam rein und ja, dann werden wir komplett essen. Mhm.
Sehr, sehr lecker. Bis nachher nochmal. So, Freunde, also ich hocke hier mit den drei Mädels am Tisch beim Essen. Also für mich persönlich sehr lecker. Passt genau mit der Würzung. Patricia haut sich noch am Pariser Pfeffer drüber. Also die kriegt nie genug von dem Zeug. Und jetzt hören wir mal so die Mädels aus dem Hintergrund, was sie dazu meinen. Schatzi! Sehr gut, aber viel zu heiß. Viel zu heiß. Geht's ja nicht anders als uns immer, wenn sie kocht. Tja, Patricia, dass du wieder Pfeffer extra brauchst, das wissen wir ja. Ansonsten ist es mega lecker. Fleisch ist mega zart, Kartoffeln sind gut durch. Lecker. Saskia? Ich find's lecker. Du findest es auch lecker? Ja. Habt ihr den Eindruck, dass es so leicht Richtung Rouladengeschmack geht? Ja. Nein. Ja, nein? Du? Vielleicht. Weiß nicht, vielleicht. Also, zwei Ja, ein Weiß nicht und ein Vielleicht. Also, es geht Richtung Rouladengeschmack. Ganz leicht eben. Durch die Zutaten. Gut, Freunde. Wie gesagt, 110%ige Nachmach-Empfehlung. Sehr lecker. Wunderbar. Ja, das war's dann mit diesem Video. Ein Däumchen nach oben. Schön zu Hause bleiben und Videos gucken. Und bleibt gesund und steht die Krise durch. Leute, wir sehen uns. Ciao, Ikowski.